So, Leute. Moinsen. Ist schon manchmal komisch, wenn man da irgendwelche Musik hat und man hat dann sich auf einen ganz bestimmten Sound so fokussiert und dann hörst du den plötzlich über, dann hörst du den ständig heraus. Und das ist dann echt nervig irgendwie. Da kann man dann sich dann die Musik irgendwie so ein bisschen ruinieren, auf eine Art. Das oder man hört einfach nur noch diesen einen Sound heraus. Naja, wo war ich überhaupt lang gegangen? Ich weiß gar nicht mehr genau, von woher ich jetzt eigentlich gekommen bin. Ich glaube, ich soll da lang gehen. Ich bin übrigens gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie nah bin ich dem Finale? Relativ nah? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass Bernsteinhafen, glaube ich, kurz vorm Ende war, aber ich weiß halt nicht, wie weit vorm Ende. Ach, da war gerade ein Fan. Soll deinen Hintern unterschreiben? Okay. Na gut, was haben wir denn hier? Eine Muerta, ein Ogre und zweimal eine Abschaum. Könnte ich eventuell... Nein, könnte ich nicht. Wie viel Schaden machst du? Oh, 40. Das wäre ein Instant-Kill bei dem und Instant-Regeneration bei ihm hier. Lass mich das am besten so machen. Ist übrigens auch toll, ne? Kaum fange ich an, bin ich schon sofort voll drinne hier wieder. Irgendwas, was ich vielleicht sagen wollte, existiert nicht mehr. Nee, wenn, dann soll... Ach nee, warte mal, erst schießen geht ja nicht. Wobei doch, er... Ja, nee, komm. Ich will den da kopieren. Und ich dachte mir gerade, dass ich dann auf das Fass schieße. Wie war denn Nahkampfschaden nochmal? 53, 25, okay. Ich merke gerade, das war wahrscheinlich alles nicht wirklich nötig, aber egal. Klatschen wir mal den Ogre. Die Ragdolls manchmal, ne? Den kann... Oh. Aus nächster Nähe hast du verfehlt. Ha, okay. Nicht so schön, aber naja, gut. Nehmen wir mal die 39%. Das ist nicht gerade so toll, aber hey, besser als gar nichts. Naja. Mal einen Versuch wert. Okay. Du bist im Nahkampf platt gemacht worden gleich. Und du hast überall nur eine 55%ige Chance. Das ist nicht so schön. Das umso schöner. Das heißt, ich habe jetzt gewonnen. Toll. Bye, Tybalt. Oh, okay. Lief auf jeden Fall wesentlich besser als beim letzten Mal, wo ich auf der Brücke war und da... Wie oft? Zweimal neu starten musste oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Ach ja, ich habe ja hier... Phantom ist ein Level Up. Nee, lass mal. Weißt du,
Ich weiß nicht so richtig, was ich mit den beiden anfangen soll. Eigentlich sogar mit ihr hier weiß ich nicht so richtig, was ich anfangen soll. Weil ich habe mich jetzt so eingeschossen auf die drei hier, ne, auf Scarlet, Tybalt und, naja, den Warden, dass ich nicht so richtig weiß, was ich mit denen hier anfangen soll. Weil ich glaube, dir ihre Reichweite ist relativ gering, oder? Effektive Reichweite 8. Oh, das ist ja Tybalt besser. Ja, aber sie hat halt einfach nur die Feuerkraft mehr nicht. Das ist das Problem. Sie hat einfach nur reine Feuerkraft und das war's. Sie hat auch im Endeffekt größtenteils nur reine Feuerkraft, aber halt mega Reichweite. Und er hier, okay, der hat Splash-Damage mit seinem Granatenwerfer, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, weil die meisten Gegner stehen nicht unbedingt nah beieinander. Hat eine gute Reichweite. Ansonsten hat er halt nur noch seine Rauch- und Napalm-Granate oder Feuergranate, wie auch immer. Und ich meine, die scheinen gar nicht mal so verkehrt zu sein, die beiden Granaten. Bei Feuer scheinen die Gegner nicht unbedingt reingehen zu wollen. Und beim Rauch wird die Sicht natürlich behindert. Die Frage ist, bei Rauch wird die Sicht behindert dann auch dahinter? Also wenn jetzt, sagen wir mal, hier ist jetzt, wo ich gerade stehe, Rauch. So. Und ich stehe jetzt. Hier ist ein Fluss. Echt? Und ich stehe jetzt allerdings hier. Der Rauch ist aber hier vorne, ne? Also nicht, ich stehe nicht drinne. Heißt das jetzt, ein Gegner, der jetzt ungefähr da, wo der das Tybalt-Schild ist, würde mich, wenn ich jetzt hier stehe, hinter der Rauchwand, würde der mich treffen können? Oder würde diese Rauchwand wie eine zusätzliche Deckung dienen? Das wäre halt meine Frage, weißt du? Ich meine, okay, ich könnte nicht durchschießen, aber wäre ich zumindest in Deckung, weißt du? Weil wenn dem so wäre, dann könnte man das nutzen, um von einem Sniper zum Beispiel gut geschützt zu sein, aber man kann sich trotzdem weiter wegbewegen, weißt du? Okay. Den habe ich diesmal nicht gefressen. Ein Medikit und eine Frag-Granate. Okay. Ich muss wieder nach oben. Da war ja ein Autogramm auf jemandes Hintern. Scarlet! Sign my ass! Hi, Scarlet. Could you sign my ass? Sure. Awesome. I'll get it tattooed later. Ah, klar. Falscher Weg, nicht eintreten. mein Gehirn ist hier irgendwo drin. Ah ja. Wie viele Punkte brauche ich? Eigentum von Scarlet, aha. Wie viele Punkte brauche ich eigentlich noch? Letal wollte ich, ne? Okay, ich brauche noch 9 Punkte, okay. Ja, dann kriegst du halt leider den da, ne? Mein Gehirn ist irgendwo hier drin. Wait, what does this say? Da steht nur, du bist die Beste. Auf Chinesisch. Ja, genauso wie diese Tattoos, ne? Hey, Stärke, Mut oder sonst irgendwas. Und dann steht dann da irgendwie Dorftrottel. Bridge in place, the challengers won't have to worry about the corrosive effect of the water, at least for now. Hier ist Wasser? Sag mal, wann war das letzte Mal gewesen, wo du hier warst? Ich sehe kein Wasser. Siehst du hier irgendwo Wasser? Ich sehe da hinten irgendwas setzen, das rausschießen, aber ja, ich sehe kein Wasser. Ich sehe hier eher irgendwas Mutiertes. Was ist das? Achso, das war der andere Weg. Okay, okay. Da bin ich hergekommen. Oh. Das habe ich nicht gesehen, dass da noch weitere Fallen waren. Applying some first aid. Blutdiamanten. Not all that.
black glitters so, okay. as gold, but our challengers might strike it rich in this optional combat arena. Warum sind zwei ausgewählt, die ich nicht ausgewählt habe? Hat das einen Grund? Oh, ein bisschen zu heiß. Apropos heiß, muss das heute wieder so warm sein? Warum ist es immer wieder am Wochenende so merkwürdig warm? Heute ja irgendwie so 30 Grad soll es ja sein oder so. Ich habe hier einen Mönch, da will ich definitiv Tybalt haben. Was war das nochmal? Die Feuerwehr? War das der Brandstifter? Ich glaube, das war der Brandstifter hier, wa? Warte mal. Ah ne, das ist ein Freak, okay. Das ist nett, dass man das hier hat, dass man dann jederzeit nachgucken kann. Das ist super. Das ist echt super. Also so muss man nicht unbedingt sich auf seine Erinnerungen immer nur verlassen, sondern man kann das auch einfach mal eben nachchecken. Ja. Nachsehen, abchecken, wie auch immer. Das ist toll. Will ich sie haben? Metalldurchdringung. Ist Metalldurchdringung bei irgendeinem der Nasen von Inter... Nee. Gibt's keine Metalldurchdringung. Okay. Was hast... Oh, ups. Hast du irgendwas? Nee. Du hast nichts. Die Frage ist halt, was mache ich? Ich will einerseits Phantom mitnehmen. Wegen dem Bischof, damit ich den vielleicht schnell erledige und beim Rest keine Ahnung was mache. Ich könnte vielleicht auch versuchen, einfach mal, wie heißt der nochmal? Markus, ne? Mitzunehmen, um zu schauen, wie erfolgreich ich vielleicht mit dem bin. Ich könnte vielleicht auch Zoe mitnehmen. Aber der einzige Gegner ist, der dann vielleicht dann irgendwie so ein bisschen zusammenklumpt, ist ja nur der Freak. Und dann aber auch nur, weil er quasi gerade einen stunnen will. Wenn irgendjemand von denen gestunnt ist, ist Markus richtig der falsche Kollege, der dann helfen kann, um mal eben ne, so ein Freak loszuwerden, weil dann kriegt auch derjenige hier Schaden, ne? Wegen dem Splash-Damage von der Granate. Komm, weißt du was? Ich probiere Markus mal einfach mal so ein bisschen aus. Wird schon bestimmt irgendwie schief gehen. Und mit schief gehen meine ich, ich werde wahrscheinlich gleich die Runde nochmal machen müssen. Oder das Match, wie mir gesagt. Du kannst das Display gerne zerbrechen, aha. It's a blue light special at the jewelers. For a limited time only, the challengers can take all the valuables they can carry from the display cases. Sammle so viel Geld wie du kannst. 8 Runden Zeit für 12 Kisten. Ach, klar, ich habe hier einen Mönch direkt auf außerhalb meines Raums und einen Freak. Okay, da ist ein Freak. Zwei Ogre im sagen wir mal Hauptraum. Ein Bischof. Oh, zwei. Noch ein Freak. Abschauen. Okay, Tybalt hat jetzt schon mal die Arschkarte gezogen, weil im Endeffekt kann er nur eins machen, und zwar ihn hier klonen, wenn das geht. Geht das jetzt schon? Nein, natürlich nicht, weil die Tür nicht offen ist. Wait, geht die Tür überhaupt auf? Ah, okay, der kann rausgehen, super. Ja, der kann rausgehen und das war's dann eigentlich auch schon, super. Ja, whatever, besser als gar nichts gerade. Geh mal raus und zieh mal seinen Anzug an. This is a play-by-play announcer's nightmare.
Und jetzt muss ich irgendwie schauen, den Freak hier loszuwerden. Das Problem ist nur, wie genau mache ich das? Weil ich muss da reingehen, um die Tür zu öffnen. Und wahlweise könnte ich auch hier hingehen, aber wenn ich das machen würde, bin ich tot. Und ich glaube, so ein Freak hatte doch eine ordentliche Reichweite gehabt. Und wenn ich das mache, dann habe ich schon mal einen Punkt verballert für nix. Das gefällt mir halt null, dass der Freak da ist. Warum müssen da die Gegner schon so nah sein? Ach. Ist übrigens auch toll, ne? Ich habe da vor kurzem was gesehen gehabt. War das auf Twitter oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Scheinbar hat wohl der Musk in Brasilien so ordentlich die Arschkarte jetzt gezogen. Weil offenbar da das Gericht verlangt hatte von ihm, dass quasi was dagegen, die ganze Falschinformation und dem Hass, glaube ich, da was unternommen wird. Und angeblich hat er sich wohl scheinbar geweigert und er als Reaktion sämtliche Büros in Brasilien schließen lassen. Und daraufhin wurde dann gesagt, ja okay, der hat jetzt irgendwie 24 Stunden Zeit, um da irgendwie einen Twitter-Repräsentanten oder so ähnlich quasi in Brasilien zu haben. Und wenn er dem nicht nachkommt, dann wird Twitter in Brasilien gesperrt. Die 24 Stunden sind schon längst um. Ich frag mich, ob was jetzt da eigentlich ist aus dieser Sache. Vor allen Dingen nicht nur das. Der Doofkopf ist so bescheuert, weißt du, und labert dann selber. Der Typ da, ich weiß jetzt nicht, ob der Präsident ist oder sonst irgendwer, aber der Typ da, der ist halt ein Diktator. Und dann wundert er sich, warum dann die Plattformen dann gesperrt werden soll, ne? Wenn man dann selber so eine so einen Schwachsinn dann verbreitet. Meine Fresse, ey. Steinreich, aber kein Hirn. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Freak hier anfangen soll. Wobei, warte mal. Müsste nicht das vielleicht funktionieren? Schlichtweg einfach, das ist zwar eine echt blöde Idee auf eine Art vielleicht, aber müsste es nicht vielleicht funktionieren? Ich weiß nur nicht genau, wo ich jetzt gerade hingehen möchte mit dem. Gehen wir mal da hin. Müsste es nicht vielleicht funktionieren, schlichtweg einfach da eine Deckung hinzuklatschen und der kann nicht raus? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da für Punkte bekommen habe, aber habe ich jetzt gerade schlichtweg einfach gemacht, dass der Freak dann jetzt hier den langen Weg gehen muss? Hoffentlich. Okay, dann kann Scarlett das hier mal eben öffnen. 105 Euro. Okay, ich kriege also Kohle einfach nur daraus. Wait, ich dachte, ich würde einen Aktionspunkt hier verbrauchen. Offenbar wohl nicht. Wo gehe ich als nächstes hin? Wäre toll, wenn ich die Sniper irgendwo hier hinbringen könnte, ne? Heißt also, meinen Hintern sollte ich vielleicht in diese Richtung begeben lassen? Irgendwie so eine Richtung. Okay, geh mal da hin. Hoffentlich triffst du mit deinem Schnappschuss. Super. Oh, da ist ja auch ein Freak. Ja, toll. Wo ein Freak ist, ist der ist der nächste nicht weit. Toll. Hier sollte ich nicht stehen bleiben. Ja, vor allen Dingen, ich sehe gerade, hier ist, ne, der Freak könnte mich angreifen jetzt direkt.
dann gehen wir lieber mal zurück. Oh, du müsstest gleich deine Drohne holen, die dich dann automatisch killen wird. A new drone enters the fight. Not a great What? Shot. Okay, schade, kein Instant Kill. Du kannst schießen? Die können schießen. Ich wusste gar nicht, dass die schießen können. Ich dachte, die könnten nur im Nahkampf sein. Haben die beim letzten Mal geschossen? Falls ja, habe ich keine Erinnerung mehr daran. Toll, zwei verletzt worden. Could be tough to get past that. That's some religious frenzy. Hoping for a clear shot. Warum darfst du zweimal was machen? Okay, das ist doch Bullshit hoch 10. Warum zum Geier durftest du was noch extra machen, hä? Das ist doch unfair. Wie war dein Nahkampfschaden? Wie war dein Schaden? Okay. Drohne wird womöglich weiterhin auf den da drauf schießen wollen. Aber ihn eventuell nicht killen können. Ha. Interessant. Ha, war ja klar, dass du nicht durch die Wand schießen kannst. Wait, wo ist denn der? Ach, der Freak ist da hingegangen? Oh, tatsächlich. Okay, keine Ahnung, warum der Freak jetzt von dem Raum hier nach da hinten hinlatschen will. Der nimmt aus irgendeinem unerklärlichen Grund den längsten Weg, den es gibt. ...56% würde aber... Oh, das wäre ein Instant-Kill. Oh. Du hast, egal wo ich stehe, eine 75%ige Chance nur? Das gefällt mir ja mal überhaupt nicht. Versuch den mal zu killen, ja? Super. Dann hoffe ich jetzt mal sehr, dass dieser Freak nicht dahin kommt und dann hier auch meint, mal eben mich mal zu brutzeln. Das wäre nicht schön, weil ich glaube, dann wäre ich nicht tot, aber kurz davor. Jetzt muss ich herausfinden, was ich mache mit denen hier. Ach stimmt, ich kann mich ja heilen. Das verursacht Schaden? Nee. Ich habe ganz vergessen, dass das mich heilen kann. Oh. Multiheilung. Setze heilenden Rauch ein, um mindestens zwei Herausforderer zu heilen. Vermute ich mal. Okay, kannst du dann noch von hier raus rausschießen? Natürlich nicht. War klar. Okay, dann Überwachung.
Überwachung bringt hier nicht wirklich viel, vor allen Dingen aus nächster Nähe nicht bei dir. Dann whatever. Dein Job ist erledigt. Tybalt hingegen, der kann einfach drauf losballern, wenn er will. Das wäre außerhalb des Nebels. Wo stelle ich mich hin, damit ich auf den ballern kann? Aber ich kann nirgendwo mich hinstellen. Super. Ich bin schlau. Okay, dann kann ich nur eins machen, und zwar einen Köder, in der Hoffnung, dass der stattdessen angeschossen wird. So. Und du beendest mal deinen Zug. I felt that from here. That'll reduce any incoming damage. Ich habe die Drohne übrigens gerade vergessen. Ich habe die Drohne vollkommen vergessen. Oh, das ist super. Warte mal. In der nächsten Runde machst du wie viel Schaden? 12, glaube ich, ne? Ich brauche gerade dringend Scarlets Unterstützung. Scarlet muss gerade ein Marathon laufen, sonst habe ich da Probleme. Almost daring his opponents to come his way. Playing defensively for now. Echt? Beide machen Multi-Überwachung? Was ist denn da gerade passiert? Oh, das ist aufgelöst worden. Nicht gut. Oh, das hätte 13 Schaden verursacht. Oh, der wäre tot. Der wäre so tot gewesen. Verdammt. Okay, Tybalt muss hier definitiv dringend weg. Ich weiß noch nicht genau wohin. Das ist das Problem. Ich könnte vielleicht eine Nahkampfgranate irgendwo dahin ballern. Oh ja, oh ja. Lass es dahin fliegen. Eventuell treffe ich die alle und, ne? Wenn ich Glück habe, bleiben die da und in der nächsten Runde sind sie alle weg vom Fenster. Allerdings bezweifle ich das sehr. Wäre toll, wenn ich die Tür hier zumachen könnte, ne? Leider auf niemanden schießen. Selbst wenn du da bleibst, dann kannst du auch auf niemanden schießen. Dann geh lieber weg. Die Granate, wo ist die Star, ne? Schwierig zu erkennen, wo die Felder sind, aber ich glaube, das sind diese weißen Felder. Was ist, wenn ich mich ungefähr da hinstelle? Oder vielleicht da? Untreffbar bin? Ja, was ist, wenn ich ungefähr da stehe und treffbar bin? Würde ich vielleicht dadurch die ganze Aggro auf mich ziehen?
Und die ganzen Idioten hier würden schön da in dem Bereich bleiben und wären tot. Das Problem ist nur, ich kann da nicht wirklich auf irgendjemanden schießen. Auf welchen Freak würdest du da schießen? Auf diesen Freak, okay. Mein Versuch ist es wert. Komm, machen wir mal Untreffer. Good luck trying to shoot her now. Es kann jetzt auch bewirken, dass die Freaks mich angreifen wollen. Vielleicht das sogar hinkriegen, aber dann tot sind. Scheiße, der ist draußen. Oh, really? War klar, dass sie alle rausrennen. Und die Ogre kommen gar nicht hier hin. Dann vermute ich mal, die Sniper werden dann auch... Ja. Werden da schön abwarten. Toll. Nein, ich habe versehentlich gedrückt. Oh. Das ist nur, um diese eine Aktion rückgängig zu machen. Ich habe versehentlich eine Taste gedrückt und habe mich bewegt.